Hallöchen Leute, willkommen zum 36. Part meines Let's Plays Rise of the Tomb Raider. Ich bin Davy und ich begrüße euch ganz herzlich zurück, wenn jetzt hier die riesen Action losgeht. Und natürlich werde ich erstmal einen kurzen Halt hier machen. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ja, das ist leider wahr, Lara. So, wir haben 11, 11, 11. Dann machen wir mal bei Jäger weiter natürlich. Erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, das Sie von jeder Quelle sammeln. Oder erhöhen Sie die Menge der künstlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Das ist doch schon eher unser Ziel. Schauen wir mal, was unser Waffen-Upgrade so vor sich bringt. Pumpgun, aha. Oder Pistole. Ich denke mal, ich werde es auf dem Gewehr machen. Also unser Gewehr natürlich hier besser wird. Poliertes Verschluss. Gehäuse. Der polierte Feuermechanismus reduziert die Störanfälligkeit und erhöht die Schussfrequenz. Wunderbar. Natürlich, weil arbeiten wir so weiter. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Und wo es herkommt. Das ist auch noch das, was ich mich frage. Oh, holen wir uns noch mal das hier. Wunderbar. Ich hätte eigentlich eher Bock, jetzt mal was ganz Krankes zu machen. Öl. Mhm. Sammeln wir mal ein bisschen Öl ein. Aber da ist doch eine Flasche, oder? Kann ich eine Flasche nehmen? Nö, ich kann keine Flasche nehmen. Warum kann ich keine Flasche nehmen? Weil es so scheiße ist. Okay, da kann ich wieder hoch. Alles klar. Nicht gut. Geh mal zur nächsten Tür. Die ist barrikadiert. Alles klar. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt. Das gibt bestimmt Ärger. Sie ist hier! Yo! So, was für ein schöner Kopfschuss. Und... Oh. Ah, verdammt. Okay. Alles klar. Lalalalalalalala. Kopfschuss Nummer 5. So, einmal nochmal nehmen. Die Munition. So, dann schauen wir mal hier die Gegend jetzt uns mal an. Sehr, sehr belichtend, die ganze Aktion hier. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. Sehr gut, dankeschön. Da hast du mir wenigstens den Job erleichtert. Das finde ich schon mal sehr gut. Okay, da kommt jetzt keiner. Kontakt! Hebt ihr Feuerschutz! Jo klar, ein Helikopter. Saubere Geschichte. So, komm, renn! Jo! Das läuft doch gerade mal wunderbar. Heil dich, heil dich! So, Kopfschuss und... Ach, fuck you. So, hier, Kopfschuss. Halt die Fresse, ey. Meine Güte. Oh, dich nehmen wir auch natürlich mit. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Yo. Ja, du wolltest und hast es nicht. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Okay, da geht's nicht weiter. Beim Anführer Schaube. Wir kümmern uns darum. Yo. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Alles klar. In Deckung. Yo. Geht's halt eine Runde tiefer. So, dann geh, dann... Wir müssen hier drunter durch. Okay. Okay. Hier herrscht das Vulkan. Das ist... Die Befehle waren klar. Wir brauchen eine Befehle. Okay, ich gehe hier hoch, weil dann komme ich von hinten raus. Dann scheiße ich drauf. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Da ist sie. Und ab. Wir sind einer weniger. Ja, so sollte es auch sein.
So ist auch mein Ziel, dass ihr ein paar weniger werdet. Gehen wir mal durch dieses Loch raus. Oh, wow, 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 wow. Okay, das wird halt echt scheiße gerade. Versuchen wir es mal wieder aus diesem Loch. Ja, hier ist die Ruhe. Das sieht doch schon mal gut aus. Durchsucht das Gebiet. So, Kopftreffer. Noch ein Kopftreffer. Noch ein Kopftreffer. Oder doch nicht? Verdammt. So, und rein. Runter, 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 runter. Runter mit dir. Ja, ja, ja. Was ihr nicht macht. Gut, die sind dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt da hinten rauskomme, wäre es eigentlich die sinnvollste Variante. Vermute ich mal, Leute. Sicher bin ich mir gerade nicht, aber ich denke mal, das ist die sicherste Variante. Ja. Ja, das ist immer jetzt ein Hin und Her, ein Hin und Her. So, komm, ich mach's jetzt ganz. Und runter, 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 runter. Warum? Warum? Was ist passiert? Ich war doch unten, verdammte Kacke. Das ist doch echt unverschämt. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Oh, jemand ist hier. Genau da. Ich habe eine Idee. Das werde ich auch machen. Ich versuch's mit Gift. So, sehr gut. So, zwei haben es schon mal lautlos getötet mit Gift. Das ist doch optimal. Das ist eigentlich eine gute Lösung mit dem Giftpfeil. Gib mir Deckung. Feuerschutz. Okay, sie warten schon auf mich. Sie ist weg. So, und runter, 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 runter. Okay. Runter, 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 runter. Alles klar, da gehen wir mal da hinten hin. Eieiei, das ist ja echt eine... Ja. So, komm jetzt. So, komm. Auf. Ey, wie viele Pfeile willst du noch? Okay, das war's. So, da habe ich ein paar wenigstens weggenommen. So, sehr gut. Das war der letzte von ihnen. Gott sei Dank, ey. Ich muss zurück zu Jonah. So, haben wir das wenigstens geklärt jetzt. Meine Güte. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Nein! Scheiße. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob.
Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Ja, der wenig benutzte Weg. Ja, Leute, wenn wir durch dieses Ding gehen, glaube ich, gehen wir langsam aufs Finale zu eigentlich von diesem Spiel. Sieht so aus. Aber erstmal schauen wir uns nämlich die Kisten hier an, was wir hier noch bekommen können. Ja, langsam kommen wir zum Finale, so wie es aussieht, von diesem glorreichen Game. Ja, viel muss man eigentlich noch erledigen, eigentlich, wenn ich mir so rein überlege. Aber ob wir das alles schaffen, ist die andere Frage. So, wo gehe ich eigentlich jetzt hier hin? Stimmt, da war ja ein Grab noch. Tun wir natürlich versuchen, dieses optionale Grab zu bezwingen. Jupp. Wo geht's da hoch? Ich meine, wir können ja jetzt atmen, wenn man sich so überlegt. Es ist eine Frau im Tal aufgetaucht, die weder zu uns noch zu Ihnen gehört. Ich habe sie in der Nacht gesehen, in der Ilais starb. Sie kämpfte gegen die Männer, die uns verfolgten.
Unsere Späher haben meinen Vater und diese Frau gemeinsam gesehen, in Freiheit. Niemand weiß, was sie will oder ob wir ihr trauen können, aber wenn sie meinen Vater zurückbringt, hat Gott uns vielleicht noch nicht verlassen. Sie haben mich beobachtet. Sie wusste nicht, ob sie mir trauen können. Ich hoffe, ich konnte sie davon überzeugen. Ja, Lyra, ich glaube, das konntest du auf jeden Fall. Gut, dann schaue ich mal. So, das Grab muss da unten sein, wenn ich mich nicht irre. Sieht irgendwie so danach aus. So, da ist irgendwo ein optionales Grab. So, und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt hoch runter gehen soll. So auf eine Art und Weise, aber ich glaube, das ist der einzigste Weg, wo es runter geht. Werden wir es wohl versuchen. Und jetzt. Und ab. Gut. So, ich weiß jetzt nicht, habe ich das Grab gemacht? Ich glaube nicht. Mir hat auf jeden Fall, glaube ich, hier ein wichtiges Item gefehlt, dass wir das Grab weitermachen können. Vermute ich mal. Nee, ich war hier unten schon. Okay. Aber was war's? Doch, das war so. Ich konnte nicht atmen, deswegen. Deswegen, ich konnte ja nicht atmen hier. Jetzt können wir es hier ganz gemütlich. Ich konnte ja nicht hier weiter schwimmen, stimmt. So, unbekanntes Gebiet. Komm, geh hoch. Gut. Gut. Ja, jetzt kann die Party abgehen. Im nächsten Grab. Wow! Interessant. Das ist Timingssache. Warten. Und weiter jetzt. Oh. Sehr schön. Hier muss... Ah, da ist doch schon ein Lager. Das ist doch schön. Ein Schriftrollenbehälter. Verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Das ist schon interessant, aber ich glaube, nee, die ist leer. Schade. Hätte ja was Wichtiges sein können. Wollte mal wenigstens mal abspeichern und Waffen-Upgrade natürlich durchführen. Mit der schönen G36. Ah, super. Dann haben wir das. Leitet die beim Feuern freigesetzte Gas ab, um den Rückstoß und das ungewollte Anheben des Laufs zu reduzieren. Schade, ich hätte eher das gehabt, aber naja, fehlt uns halt ein bisschen noch, wenn ich ein paar Tiere töten müsse noch. Aber ja, das kann auch in Zukunft noch folgen. Das mit den Tieren. So, schauen wir uns das mal hier an. Wo. Ja. Komm. Scheiße. Fuck. Kacke. Da habe ich zu spät reagiert. Ja, unnötiger Fail, wo ich zu spät reagiert habe. So, geht doch. Nee, also man fällt auf jeden Fall durch das. Also man kann es nicht umgehen, so wie es aussieht. Schade drum. Ein Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Ja, da gebe ich schon recht in dem Moment. Das stimmt auf jeden Fall. Das sieht schon, sah schon beeindruckend aus. Ja, schauen wir mal von hier oben. Da haben wir eine Schriftrolle noch. Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Ein Bürger Kittes fragte sich, was passieren wird. So, Griechisch haben wir auch schon fast auf Level 7. Okay, da geht's weiter natürlich. So, Bäder von Kittesh. Okay, schon interessant. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch hier runter. Wurde es absichtlich geflutet? Ja, ich vermute schon, Lara.
Es muss einen Weg da reingeben. Ja. Und ich mag ja wieder so Boote. Das ist ja atemberaubend, diese Boote mal wieder. Ich mag es. Ich mag so Boote. Das ist wieder so, ah, geil. Ich freue mich schon drauf. So, was finden wir hier, wenn wir da durchkommen? Ist das die Tür da? Wo geht's hier entlang? Ah, okay. Interessant. Sehr gut. Okay, das ist die Tür zum Ausgang. Alles klärchen. Ich denke mal, das Grab wird auch nicht so ewig groß sein. Ich denke mal, man muss auf jeden Fall dieses Boot hier herholen. Nur die Frage ist, wie. Also da hinten ist auf jeden Fall schon mal der Ausweg. Also da müssen wir hin. Also jetzt müssen wir nur gucken, dass wir dieses Boot hier irgendwie befestigen können. So, das heißt erstmal herziehen. So, die Frage ist nur, wie weit. So, ich glaube mal, hier hört es jetzt auf. Gut. Vermute mal, müssen wir erstmal dahin. Nee, dahin müssen wir auf jeden Fall noch nicht. Oder so viele Tote. Was ist hier passiert? Guck mal, was für ein Grafikbug. Was für ein Grafikbug. Eine Karte, die man nicht identifizieren kann. Ja, aber es sind hier schon ein paar Sachen noch. Was gibt's hier drüben? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rüben hin mit dem Boot. Komm. Ah ja, da könnte man auch rein. Interessant. Das werde ich jetzt versuchen. Also, das müssen wir so nett interagieren. Ich will auf jeden Fall hier interagieren. Hallo, mach jetzt. Ich hasse es. So, einmal interagieren, bitte. So, und stopp. Genau, so. Dass ich da rüber jumpen kann. Was soll der Rotz, ey? Das hat doch gepasst. Das verstehe ich echt jetzt nicht. Was der Rotz sollte, aber egal. Oder ich glaube, wir müssen da raus. Na, alles klar. Nee, nee, wir müssen da raus, so wie es aussieht. Gut, machen wir es halt erstmal so. Komm. Zieh das Boot in die andere Richtung. Dass wir da rüber können. So, und stopp. Brav. Gut, das ging aber. Jo, alles klar. So, das müssen wir damit verbinden. Okay, wir müssen irgendwie jetzt gucken, dass wir erstmal das, okay? Okay, das müssen wir irgendwie jetzt herschieben, oder was? Alles klar. Damit es natürlich sinkt, das Wasser. Geschafft. Mist, das wird nicht halten. Man muss es doch irgendwie fixieren können. Ja, so. Und jetzt zieh, 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 komm. So, gut. Nein, 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 ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Ich muss schnell rüber, schnell, schnell rüber. Komm. Komm. Ja, so, Ja. Wunderbar. So ist das Rätsels Lösung vorhanden. Das ist doch optimal. So, das heißt, ich kann jetzt... Jetzt muss ich wieder zurück, glaube ich, da. Jetzt ist da, denke ich mal, auch da draußen das... Ah, genau. Das Wasser ist jetzt hier draußen auch niedriger. Das heißt, jetzt hat die Funktion da zu sein. Jetzt können wir jetzt darüber. Alles klar, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich das Rätsel. Jetzt ist es ja eigentlich logisch, wenn man sich so überlegt. So, okay, da hätte ich doch so raus können. Okay. Ja,
Alles klar, habe ich es mir doch ein bisschen schwerer gemacht, wie es tatsächlich ist. Okay, wo geht's da entlang? Interessant, okay. Mhm. Komm hoch. So, irgendwo muss hier da noch eins sein. Ich glaube, es muss noch niedriger, das Wasser. Oho. Jetzt da. So, komm. So. So, aber wie sollte man das jetzt schnell organisieren? Okay. Nee, das geht auch nicht so kaputt. Schlecht. So, vielleicht. Ah, jetzt können wir. Ah, ja. Ich verstehe es, Ich muss mich jetzt schon beeilen. Komm, interagier. Komm. Jetzt kannst du nämlich rein. Genau. Nee, das war zu früh. Genau. Ah. Das war der letzte. Alles klar, nee, so hätte man es doch machen müssen. Okay, gut. Zur Bestattung zurechtgelegt. Ein Massengrab. Ja, das stimmt. Das ist ein kleines Massengrab. Das stimmt. Wo führt jetzt der Weg hin? Nee, das ist der Ausweg, okay. Muss man jetzt mal angucken, weil hier muss ja irgendwo noch irgendwas rumliegen, so wie es aussieht. Irgendwo ist hier auch ein Dokument noch vorhanden. Jo. Alles klar. Jo, da ist doch der Weg schon mal frei. Sehr schön. Da hoch. Und lese mir mal. Ein alter Kodex. Der hier scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Eiserner Griff. Klettern Sie auf Stein und Eisoberflächen ist erheblich schneller. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Grab abgeschlossen. Beda von Kitesh. Gut, jetzt hoffe ich nur, dass wir langsam auch die Dokumente hier mitnehmen können. Die hier, die vorhanden sind hier. Das da. Da werde ich erstmal im Weg setzen hier. Komm. Ah, kann ich nicht. Schade drum. Hoffe ich mal auf jeden Fall, dass ich das noch mitnehmen tue. Warte, was gibt's hier hinten noch? Ah, guck mal, da haben wir noch ein paar Münzen. Sehr gut. 5 Münzen. Hey, das ist so viel. Da bin ich jetzt reich damit. Werde ich schon Millionär sein. Meine Güte, unfassbar. Ah, da haben wir es noch. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Wegen der vielen Toten und der Zerstörung der Stadt müssten die Überlebenden ihr altes Leben aufgeben. Ja, das ist halt schon traurig, wenn man sich das überlegt. Gut, dann haben wir eigentlich alles, was hier angeht. Ist alles gemeistert, Leute. So, das Rad ist abgeschlossen natürlich. Ich werde hiermit abspeichern. Mach noch ein Waffen-Upgrade mit der Waffe. Dann hoffe ich mal, dass es noch das hier ist. Nein, ist es nicht. Gut, dann werde ich es beim Bogen machen. Was haben wir noch bogenmäßig? Da haben wir den Bogen. Alles klar, was ist Bogen? Ja, verbesserter Kampf. Die optimierende Kampfverzögerung. Das Abfallen der Zugspannung und ermöglichen eine erhöhte Haltezeit des vollständig gespannten Bogens. Das ist doch mal wunderbar.
Ja, aber trotzdem tue ich wieder hier. Obwohl, den Bogen lasse ich jetzt mal einfach. Ich beende hier mit dem Part etwas länger als sonst, aber dafür haben wir noch ein Grab gemacht. Euer Davy. Bis morgen. Tschüssi. Kowski.